Das dreifache Gelöbnis. Es waren einmal drei Brüder. Sie hießen Hatavan, Gunavan und Suravan. Die drei lebten ein ruhiges Leben und ihre geschwisterlichen Bande waren fest geknüpft. Von ihren Eltern lebte nur noch ihre Mutter, die bereits in fortgeschrittenem Alter war. Ihr Vater hatte die Erde schon verlassen, als sie noch in einer Welt lebten, an die sie sich nicht mehr erinnerten. Schließlich wurde die alte Mutter krank und sie rief ihre Kinder zu sich und bat sie, nahe heranzutreten, damit sie ihnen die rechten Worte mit auf den Weg geben konnte, denn sie fühlte, dass der Herr sie für immer ausruhen lassen wollte. Als die drei gekommen waren, sprach die Mutter mit gebrochener und kraftloser Stimme, »Hei, meine drei Kinder! Ich fühle mich alt und habe in genügendem Maße Leid und Glück der Welt erlebt. Wie steht es mit euch, meine Kinder? Ihr habt euch bereits entschieden, was ihr für euer zukünftiges Leben wählen werdet, wenn eure Mutter in die unvergängliche Welt eingekehrt ist?« So fragte die alte Mutter ihre Kinder. Der erste, Hatawan, antwortete, er wolle ein reicher Mann werden, um mit diesem Reichtum dem Herrscher und dem Land treu zur Verfügung zu stehen. Da sagte seine Mutter, »Bleibe bei diesem Wunsch Beständigkeit. Folge den Spuren des reichen, kinderlosen Kaufmanns in der Stadt. Tu, was er befiehlt, und bestimmt wirst du sein Kind werden. Denn wem soll er seine Güter und Besitztümer hinterlassen, wenn nicht dir?« Dann antwortete der zweite Sohn, Gunavan, er wolle ein sehr gebildeter Mensch werden, um mit diesem Wissen dem Herrscher und dem Land immer treu zur Verfügung zu stehen. Da sagte seine Mutter, bleibe fest bei diesem Wunsch, nimm dir den weisen Vasista zum Lehrer und verlasse ihn auf keinen Fall, bevor du das Wissen deines Lehrers noch nicht vollständig besitzt. Schließlich sagte der dritte Sohn, Suravan, er wünsche ein mutiger, heldenhafter Mann zu werden und mit seiner Kühnheit zum Ansehen des Herrschers und des Landes beizutragen. Da sagte seine Mutter, geh zum Aufenthaltsort von Virapati, dem ehemaligen Premier des Herrschers. Lerne dort so lange, bis dich niemand mehr besiegen kann. Nachdem jeder nun seinen Wunsch vorgetragen und den Rat der Mutter vernommen hatte, verließ die alte Frau ruhig und zufrieden diese vergängliche Welt. Dann ersannen sich die drei Brüder jeweils einen Erkennungsnamen, den niemand sonst kannte. Hatawan erhielt den Namen Reich, Gunavan den Namen Gebildet und Suravan den Namen Heldenhaft. Diese Erkennungsnamen behielten sie fest. Von Hatawan wird erzählt, dass er zu den reichen Kaufmann ging, gleichsam, um zum Herrn über allen Besitz zu werden. In rührender Weise hatte er sich zu ihm begeben und ihn gebeten, sein Diener werden zu dürfen. Eigentlich wollte der Kaufmann ihn nicht aufnehmen, weil er das Gefühl hatte, die Zahl seiner Diener und Gehilfen zu vermehren bedeute, die Verluste zu mehren. Denn immer mehr seiner Güter verschwanden, weil seine Gehilfen nicht ehrlich waren. Weil aber Hatawan bereit war, jede Arbeit ohne Lohn auszuführen, zeigte sich der Kaufmann schließlich damit einverstanden, ihn aufzunehmen. Hatawan erhielt den Auftrag, Tag und Nacht zusammen mit 10 edlen Hunden das Haus seines Herrn zu bewachen. Gelegentlich schlief er sogar zusammen mit den Hunden seines Herrn. Ja, auch zwischen seinem Essen und dem der Tiere bestand nicht der geringste Unterschied. Früh am Morgen stand Hatawan bereits auf, kehrte das weitläufige Gehöft, reinigte dann den Pferdestall, fütterte die Tiere, säuberte ihre Hufe und mahlte den Reis. Dies waren seine Aufgaben, die er immer mit größter Sorgfalt ausführte. Als ein halbes Jahr vergangen war, bemerkte der Kaufmann eine unerwartete Zunahme seiner Einkünfte, denn sein Besitz schwand nicht mehr wie früher, und schließlich rief er Hatawan, um seine Erklärung zu hören. Als er nun gefragt wurde, erklärte Hatawan seinem Herrn offen,
dass es sein Wunsch sei, ein reicher Mann zu werden. Dann berichtete er von einem bemerkenswerten Vorfall. Eines Nachts waren 5 Diebe gekommen, die viele Büffelknochen mit sich trugen. Sie sollten offensichtlich den Hunden, die über die Sicherheit wachten, gegeben werden, damit sie aus dem Weg gingen und die Diebe ungestört arbeiten ließen. Aber harter Wahn hatte den Plan durchschaut und ließ die Hunde den Knochen nachgehen. Dennoch hatten die Diebe keine Gelegenheit mehr, wie es ihr Plan war, in das Lagerhaus einzubrechen, weil sich Hatawan schnell wie der Blitz nicht weit von der Stelle versteckt und viele recht große Steine mitgeschleppt hatte. Als die Diebe beginnen wollten, das Lager aufzubrechen, warf Hatawan gleichzeitig 2, 3 Steine, sodass die Diebe glaubten, in dieser Nacht halte nicht nur ein Mensch Wache. Einer von ihnen wurde von dem Stein getroffen, stürzte kopfüber hin und konnte sich nicht mehr bewegen. Die 4 anderen Diebe fanden in ihrer Angst keine Zeit, ihren Gefährten schnell davonzutragen. Als der unglückliche getroffene Dieb wieder zur Besinnung kam, bat er Hatawan um Verzeihung. Ja, er entschuldigte sich sogar für seine 4 geflohenen Gefährten. Es stellte sich heraus, dass die 5 in Wirklichkeit die Diener des Kaufmanns waren. Dann versprach der Dieb, nie mehr wieder etwas derartiges zu tun. Etwas unsicher verzieh ihm Hatawan, und als sein von den Steinen getroffener Mitbediensteter am nächsten Tag nicht zur Arbeit kommen konnte, erklärte Hatawan seinem Herrn, er habe Fieber. Das war der einzige Grund, weshalb der Kaufmann seinen Reichtum wachsen sah. Es gab keine Diebe mehr, die dies hinderten. Von nun an wurde Hatawan ausschließlich zum Nachtwächter bestellt und seine weiteren Aufgaben wurden einem anderen übertragen. Schon nach einigen Monaten erkannte der Kaufmann und wusste genau, dass Hatawan tatsächlich ein Mensch von gutem Benehmen war, dem man vertrauen konnte, und er erhob Hatawan ohne Zögern mit einem beachtlichen Gehalt zu seinem Gehilfen. Mit Fleiß sammelte Hatawan das Geld, das er erhielt, und innerhalb einiger Jahre schon hatte er das Gefühl, ein wohlhabender Mann zu sein. Er wurde der Vertraute des Kaufmanns und am Ende machte er ihn zu seinem Sohn. Als der Kaufmann die Welt verließ, empfing Hatawan eine Erbschatz von unschätzbarem Wert. Von Gunawan wird berichtet, dass er nach dem Hinscheiden seiner Mutter den ihm verstorbenen Lehrer namens Bhagawan Vasistha aufsuchte. Vasistha war ein Gelehrter, der viele Künste verstand. Die reinen Wissenschaften, wie auch die Mystik. Er hatte viele Schüler, aber dass einer von ihnen seinen Rang erreicht hätte oder ihn sogar hätte überbieten können, kann man nicht sagen. Eine Ausnahme bildete Gunawan, der von außergewöhnlicher Gelehrsamkeit war. Die Fertigkeiten des weisen Vasistha beherrschte er bald vollkommen. Ja, sein Wissen wurde sogar größer als das seines Lehrers. Suravan hingegen machte sich nach dem Tod seiner Mutter auf und wanderte hinein in die Wälder, heraus aus den Wäldern, mit dem Ziel, seine Kraft zu stählen. Alle Arten von Gymnastik führte er aus, um schließlich ein starker, mutiger Mensch zu werden. Es gab niemanden, der ihn besiegen könnte. Ja, sogar einen amoklaufenden Elefanten war er bereit, wieder zu besänftigen oder zu töten. Dutzende von Jahren waren vergangen, da wurde Hatawan in einem Mordfall verwickelt. Dies hatte zur Folge, dass der Herrscher ihn zum Hängen verurteilte. Die Vollstreckung dieser Strafe wurde einen Monat aufgeschoben. Wie traurig Hatawans Herz war, ist nicht zu beschreiben. Seit er in diesen Fall verwickelt worden war, hatte er fast nichts mehr gegessen und auch kaum noch geschlafen. Dies noch wenige, nachdem die Entscheidung vorlag, die sein Schicksal besiegeln sollte. Im Geiste getrübt und verwirrt erwartete er den Zeitpunkt, zu dem sein Leben ein Ende finden sollte. Da kam Gunawan in die Stadt Harawans. Er war bekannt als ein kluger und gelehrter Mann, und immer war er bereit, jedem Menschen, der es wünschte, seine Hilfe zu gewähren. Im Gespräch mit diesem gelehrten Menschen zeigte sich Hatawan schließlich bereit, Hilfe anzunehmen.
Gunawan hoffte, dass mit diesem Moment Hatawan wieder ruhiger werde, und er mühte sich mit aller Kraft, die seinem Verstand umhüllende Trübung zu vertreiben. Dabei hoffte er auch auf die Hilfe des Allmächtigen. An dem festgelegten Tag, an dem Hatawan, der reiche Kaufmann, durch ihr Hängen bestraft werden sollte, waren viele Leute im Vorhof des Palastes zusammengekommen, um Zeugen der Verurteilung zu sein. Die Würdenträger waren fertig, und auch Hatawan war bereit, seine Strafe zu empfangen. Obwohl ihm Gunawan aufgetragen hatte, sich ruhig zu verhalten, konnte er seine Angst und Furcht nicht verbergen. Er sah totenbleich aus, denn er hatte nur wenig geschlafen und gegessen. Noch bestand Gunawans Hilfe nur in einem Versprechen, obwohl Hatawans Todstunde bereits heranrückte. Der erwartete Augenblick war gekommen, und Hatawan wurde auf das Galgengestell gebracht. Nun umschlang mit seinem Nacken mit dem Seil, das sein Schicksal besiegeln sollte. Auf einen Laut wurde Hatawan von seiner Fußstütze gestoßen, sodass er zu hängen kam. Aber schnell wie ein Blitz schnitt Gunawan, der auch die Plattform bestiegen hatte, das Henkerseil durch. Hatawan fiel, noch beim Bewusstsein zu Boden. Da befahl der Herrscher seinen Soldaten, Gunawan zu ergreifen. Als man ihn festgenommen hatte, hörte sich der Herrscher seine Begründung für dieses Verhalten an. Gunawan erklärte, dass er dies getan habe, weil er allen Menschen liebe. Auch sei sein Verhalten ganz deutlich nicht gegen den Herrscher gerichtet oder widerspreche seinem Beschluss. Der Kaufmann Hatawan habe sich vergangen und müsse die Strafe des Hängens erleiden. Sie sei vollzogen worden, wenn er auch nur für einige Augenblicke am Seil gehängt habe. So habe er sie doch erlitten. Ob er damit getötet werden sollte oder nicht, sei eine andere Sache, die nicht dem Beschluss des Herrschers bestimmt worden sei. Von dieser Erklärung fühlte sich der Herrscher besiegt und billigte Gunawans Verhalten, und am Ende wurde er sogar sein Liebling. Die Anwesenden zerstreuten sich, als man bekannt gab, dass der Fall des Kaufmanns Hatawan damit abgeschlossen war. Ein Tag löste den anderen ab, ein Jahr das andere, und der Name Gunawans wurde immer bekannter, sowohl innerhalb des Palasts als auch draußen beim Volk. Sein Einfluss wurde immer größer, und schließlich befürchtete der Herrscher, seine Macht könne an Gunawans Hände fallen und das Volk werde ihm nicht länger untertänig bleiben. Nachdem er Tage, ja sogar Monate nachgedacht hatte, befahl er dann, Gunawan auf Lebenszeit einzukerkern. Dieser Beschluss wurde ausgeführt. Einige Jahre danach hatte der Herrscher einen Traum, aber am nächsten Tag hatte er vergessen, was er geträumt hatte. Er erinnerte sich nur, dass der Traum offenbar voll schlechter Zeichen gewesen war. Da rief er namenhafte Gelehrte und Astrologen aus allen Ecken des Landes herbei, damit sie ihm von seinem vergessenen Traum berichteten. Jeder Gelehrte und Astrologe erhielt eine Frist von nur 3 Tagen. Wenn er dann den Traum nicht darlegen konnte, sollte er getötet werden. Im Palast entstand Unruhe, denn schon bald ging die Zahl der getöteten Astrologen in die Hunderte, weil sie den Traum des Herrschers nicht erraten und darstellen konnten. Auch für Hunderte von Gelehrten war die Stunde ihres Todes gekommen und Hunderte mehr verließen Haus und Hof, um sich von einem so grausamen Herrscher zu entfernen. Da machte der Premier dem Herrscher seine Aufwartung und schlug ihm einen Mann vor, der möglicherweise seinen Wunsch erfüllen konnte. Der Name dieses Mannes war Gunawan. Wenn er den Traum nicht darstellen konnte, dann war es ganz einfach, seinem Leben ein Ende zu setzen, denn er war ja schon lebenslänglich eingekerkert. Würde er ihn aber darstellen und eine ausreichende Erklärung abgeben können, so schlug der Premier vor, sollte der Herrscher ihn zu einem freien Mann machen und ihm einen angemessenen Rang geben. Der Vorschlag des Premiers nahm der Herrscher voll an, und man entließ Gunawan schnell aus dem Gefängnis und brachte ihn vor den Herrscher.
Als Gunnarwahn die Ausführung des Herrschers vernommen hatte, zeigte er sich unter der Bedingung einverstanden, man möge ihn eine ebensolche Frist gewähren wie den anderen auch. Als der festgesetzte Zeitpunkt gekommen war, wartete der Herrscher schon auf seinem Thron, um Gunnarwans Erklärung zu seinem Traum entgegenzunehmen. Dies waren Gunnarwans Worte. »Von Osten kommt eine flammende Feuerkugel. Kaum fällt sie vor dem Palast nieder, versetzt ihr ein mutiger, tapferer Diener des Herrschers einen Stoß, so dass das Feuer den Palast nicht verbrennen kann. Unterdessen ist dieser Mann verschwunden, und es ist nicht bekannt, wohin er geeilt ist. Aber er lebt im Reich des Herrschers.« Als er diese Darstellung hörte, nickte der Herrscher zum Zeichen der Erleichterung mit dem Kopf, denn Gunnarwans Erzählung stimmte tatsächlich mit dem Inhalt seines Traumes überein. Dann erklärte er Gunnarwan weiter, dass das Reich von einem Feind angegriffen und der Palast und seine Bewohner von dem Feuer des Krieges angesteckt werden sollten. Allein wegen jenes starken und mutigen Mannes werde der Feind mit leeren Händen umkehren müssen. Dies vermerkte der Herrscher in seinem Gedächtnis, denn der von Gunnarwan dargestellte Fall war noch nicht eingetreten. Er hatte aber das Gefühl, eine ausreichende Erklärung erhalten zu haben und entschied, Gunnarwan freizulassen. Ja, er erhob ihn sogar wieder in einen höheren Rang zum Palastbeamten. Nicht lange danach kamen drei Leute als Gesandte eines kühnen, starken Feindes. Sie überbrachten die Mitteilung ihres Führers von jenseits des Meeres im Osten. Man werde das Reich des Herrschers mit Waffengewalt angreifen, wenn er ihnen nicht seinen gesamten Besitz aus dem Palast aushändigte. Jedoch sei es nicht ihr Brauch, Millionenheere gegeneinander kämpfen zu lassen, sondern die drei hier Anwesenden reichten aus, ihren Führer und ihr Volk zu vertreten. Wenn die drei Gesandten nicht besiegt werden könnten, bedeutete dies die Niederlage seines Reiches und der Herrscher müsse das, was man von ihm gefordert habe, herausgeben. Wenn aber der Herrscher die drei Gesandten besiegen könne, so sei es nicht länger ihr Ziel, das Reich in Besitz zu nehmen, und sie würden es nie mehr wagen, ihn zu belästigen. Für einen Moment saß der Herrscher wie erstarrt auf seinem Thron, aber dann erinnerte er sich an den Traum, und er befahl dem Premierminister, Aufforderung an alle Distrikte zu schicken, damit man den auswählen könne, der als der Stärkste angesehen werde. Hunderte von Männern wurden zum Hauptstadt geschickt, aber als man ihnen befahl, mit den drei Gesandten zu ringen, waren sie nicht bereit dazu. Schließlich trat ein junger Mann hervor. Sein Name war Surawan. Er wollte es wagen, fest entschlossen seine Kraft zu messen, denn wenn er unterlag, hätte er ihn unglücklich gemacht, weil er ohne jeden Erfolg seinen Besitz dem Herrscher geweiht hatte. Sollte der Herr es so wollen, würde er siegen und den Namen des Herrschers und seines ganzen Landes berühmt machen. Daher zeigte sich Surawan aufrichtig bereit, den Feind zu bekämpfen. Der für den Krieg festgelegte Tag kam. Und wie sich zeigte, konnte Suvaravan die feindlichen Gesandten einen nach dem anderen besiegen. Der Herrscher und das gesamte Volk staunten und bekundeten ihren Stolz, einen Menschen von so außergewöhnlichem Mut und dieser Kraft zu besitzen. Dann erinnerte sich der Herrscher Gunnarwans, der die mit seinem Traum verbundenen Ereignisse ja prophezeit hatte. Als Zeichen seines Dankes gab er ihnen alles, was er sich wünschte. Zudem wurden Gunnarwan und Sarawan die Lieblinge des Herrschers und sie wurden aufgefordert, in dem verschwenderisch ausgestatteten Palast zu wohnen. Danach wünschte sich der Herr, eine Prinzessin von jenseits des Meeres zu seiner Königin zu machen. Der Vater der Prinzessin stimmte zu, vorausgesetzt, er erhielt Edelsteine in den verschiedensten Arten in einem Gewicht von mindestens 100 Kati je Art. Daher benötigte der Herrscher Edelsteine, die viele 100 Kati wogen. Woher konnte er sie nur bekommen? Glücklicherweise befand sich unter den Untertanen einer, der dies ermöglichen konnte, da man ihn als reichen Kaufmann kannte. Hatawan war sein Name. Dieser Kaufmann erhielt den Befehl,
einen Brautschatz von so außergewöhnlichem Wert bereitzustellen. Hardaban gehorchte, weil er ja auch schon die Gunst des Herrschers empfangen hatte. Am Ende wurden die drei, Gunawan, Suravan und Hardaban, Freunde und Berater des Herrschers. Bei einem Treffen der drei Freunde des Herrschers erzählte einmal jeder von ihnen seine Lebensgeschichte von der Zeit an, zu der sie als Kinder nach dem Tod ihres Vaters zurückgeblieben waren, bis zu ihrem Leben im Herrscherpalast. Als jeder von ihnen dann zu Ende erzählt hatte, erkannten die drei Freunde, dass sie in Wirklichkeit Geschwister und Kinder desselben Vaters und derselben Mutter waren. Sie wurden dessen noch sicherer, nachdem jeder von ihnen seinen Erkennungsnamen, den sie bis dahin immer geheim gehalten hatten, nämlich reich, gebildet und heldenhaft vorgetragen hatten. Es war zu hören, wie sie weinten und sich freuten und dem Herrn dankten, der sie sich hatte wiederfinden lassen.